Ja, hallo, ihr Tabak- und Pfeifengenießer hier auf YouTube. Ich habe euch ja letztes Mal gesagt, wenn ich meine Poker vom Stefan rauche, dann werde ich euch berichten, wie sie schmeckt. Gell? Und sie schmeckt hervorragend. Gell? Also ein Traum, die Pfeife, gell? Wirklich wahr. Ein richtiger Klopferhammer. Gell? Bei mir hat letztes Mal einen Kommentar darunter geschrieben, wie ein Richterhammer, gell? Aber wenn du sie hast, da ist Ruhe dann, gell? Ja, wirklich ein hervorragendes Rauchen mit dieser Poker. Ein Traum für mich, gell? Ja, und in der Pfeife habe ich einen Tabak und habe ich einen Vorspann schon gezeigt, den Reiners. Ja, lege das hin. Ja, der hervorragende Tabak. Machen wir mal die Dose auf. Und das sind ja die langen Flake Strungs, die lauern da drin. Ja. Und es sind eine goldene Virginias und Burleys. Ich lese euch das einmal vor, was Dampf halt dazu schreibt. Goldener Virginia mit White Burley und etwas Louisiana Perique unter Zugabe von Honig und Orangenaromen. Schonend zu einem Flake gepresst, in ganzer Breite in langen Streifen geschnitten, aufgerollt und aufrecht stehend in Hochdosen verpackt, langsam klimmend, angenehm süß mit sanftem und kühlen Rauch. Ja, also vom Honig und Orangenaroma kriege ich da eigentlich nicht viel mit. Der Perique kommt ein bisschen durch, aber so ein hervorragender Tabak, ich habe den auch das erste Mal mir im Oktober bei meiner Downpipe-Lieferung mitschicken lassen und habe mir jetzt auch vor kurzem das erste Mal aufgemacht, aber ist nicht schlecht. Ja. Ja. Kein schlechter Tabak. Ja, dann hat mich der Lars im Kommentar gebeten, weil der hat letztes Mal so eine Pfeife vorgestellt von Torben Dansk, und zwar die Holger Frickels. Bloß hat er die rustiziert gehabt oder teilrustiziert, und ich habe ihm dann geschrieben, das habe ich auch daheim. Und allerdings in einer glatten Ausführung, da hat er gemeint, ja, warum ich die nicht vorstelle. Man sollte auch diese preisgünstigen Pfeifen doch einmal vorstellen. Da ist sie, lieber Lars. Ja. Schöne Pfeife. Natürlich kein Vergleich zu meiner Poker, gell? Also das ist natürlich ein Unterschied. Aber ich rauche die Pfeifen ganz gern. Ich nehme die auch gerne mal mit da draußen. Die ist hier leicht. Die kannst du im Mund halten. Ist günstig. Ich weiß jetzt nicht mehr, um die 70 oder 75 Euro, was ich da bezahlt habe. Und ist ein hervorragendes Rauchen mit der Pfeife, gell? Also, was sie preisgünstig ist, wunderbares Rauchen. Da habe ich sogar noch eine davon. Ja. Auch glatt. Auch von Torben Dansk. Sind preisgünstige Pfeifen, aber die lassen sich hervorragend rauchen, gell? Ja. Wunderbare Rauchgeräte. Mein Gott, die hat da einen Spott, aber sowas stört mich nicht, gell? Da bin ich nicht so empfindlich. Genauso, was mir auch hervorragend schmecken, die Pfeifen, die sind von Irsa. Da haben wir auch einmal zwei geholt. Einmal die. Ich glaube, die haben um die 50 Euro gekostet.
Ja? Schöne Pfeife, lass sie schön in der Hand halten, ein Mund. Ja? Wunderbar. Ganz toll. Ja, und die zweite, das ist die rustizierte, also von der Form her die gleiche, aber halt rustiziert. Ja. Die man hier hat, die hat jetzt eine Teilrustizierung, also ein Ring. Ja, mal schauen. Ja, aber so sind es von der Form her die gleiche. Ganz hervorragend, tolle Pfeifen. Zum günstigen Preis und rauchen sich gut. Also kann nichts anderes sagen dazu. Ja. Ja. Ich nehme es jetzt auch nicht in die Arbeit, ja. Aber es sind halt so Alltagspfeifen. Ja, wenn ich hinausgehe mal, nehme ich die schon mit. Ja. Ganz wunderbare Pfeifen. Ja. So soll heute gar nicht so ein langes Video werden. Ich wollte euch ja hauptsächlich über die Poker berichten, gell? Was da für mich wirklich, ich kann es bloß immer wieder sagen, ein Wahnsinnspfeifen ist. Und ja, soll es jetzt für heute gewesen sein. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Und Servus aus Bayern.